Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu Ark Volcano. Ja, ihr seht es, ich sitze auf meinem Argentavis, bin umgezogen und ich möchte jetzt mal langsam schauen, dass wir hier ein bisschen zukriegen. Im Zweifelsfall auch erstmal ohne Tor, ich bin da ganz rigoros. Nur der Rex da hinten, der stört mich schon ein bisschen gewaltig und deswegen wollen wir mal gucken. Also wir haben hier ein bisschen was gebaut. 120, bin ich jetzt überladen? Ne, noch nicht. Also das, damit kann ich halt schöne Türen oder schöne Zäune machen. Und ich würde halt hier gerne irgendwie zumachen können. Ich bin gerade noch am Schauen, wie machen wir das am besten. Weil hier kommt mir der Rex ja auch noch durch. Dann wahrscheinlich am besten, dass das irgendwie hier so anfängt. Ne, so da. Sagen wir mal grob hier. Na? So machen wir das jetzt mal. So, Snap. Oh, war G. Ja, G ist Straight Snaps enabled. Und auch nur die. Macht es einen Ticken einfacher. Auch wenn man es leider jedes Mal wieder drücken muss. Gucken, ob das so einigermaßen in die richtige Richtung geht, wo ich hin will. Ja, langsam verschwinden sie im Boden. Aber das ist ja auch ein bisschen so gewollt. Denn diese Fans Foundation sorgen mir ja dafür. Na, sehe ich sie nicht mehr. Oh, da. Dass das so, ich kann mir ein paar Wände holen, einigermaßen gerade ist. Ne? Dass die Oberkante der Mauer gerade ist. Das ist es, was ich möchte. Gib mir mal ein paar Wände. Gib mir mal die Wände hier. Die habe ich nämlich noch nie ausprobiert. Oh. Gib mal 10 zurück. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich will einfach mal ausprobieren, wie hoch diese Wände gerade mal sind. Da hinten ist er, der blöde Rex. Hier. So, lass mal sehen. Das sind nämlich 4 hoch direkt. Und das ist ja eigentlich eine coole Sache so, ne? Wenn man die direkt mal so setzen kann. Ja, muss ich mir merken. Und sieht auch ganz gut aus, ne? Ich hänge hier fest. Oh. Also sieht auch ganz gut aus. Ich brauche nur noch ein paar von den anderen Wänden jetzt. Erstmal 20 von denen. Bin ich über... Direkt auf dem Weg hierher? Nee, gut, dann kann ich auch ein bisschen mal überladen dahin gehen. Ich bin gar nicht da. Guck woanders hin. Tralalalala. Wir bauen hier nur was. So ein bisschen. Ein kleines bisschen. Das interessiert dich nicht. Tralalalala. Witzig ist, dass die wenn... Oh. Das ist ja strange jetzt. Aufheben. Weil ich hatte nämlich die eigentlich... So rum, genau, so rum wollte ich die nämlich snappen. Muss mal gerade zurück. Ich glaube nämlich, dass dann Rex ankommt. Ne? Oh, der ärgert mich gerade. Komm, wir ärgern ihn mal zurück. Komm. Argentavis. Wir gehen jetzt mal Rex ärgern. Mal gucken, wie groß der ist. Hässlich ist er ja nicht. Ach, männlicher Rex Level 6. Na super. Ja. Männlicher Rex Level 6. Nymph. Komm mal mit. Na komm. Na komm her. Hier unten hast du lecker, lecker Kano. Guck mal, lecker, lecker Kano. So, okay. Der dürfte jetzt erstmal weg sein und ich hatte da unten auch gleich was zum Spielen gefunden. Guck, ich bin doch nett, dass der was zu spielen kriegt von mir. So, okay, also. Wir bauen an unserer Mauer weiter. Aber das finde ich witzig. Die großen Wände, guck, die kleinen, die sind halt hier innen so noch mit nach wie vor das Holz. Die großen kennen das nicht mehr. Ja, das ist auch ein bisschen strange. So. Bevor ich da was anderes auf die neuen lege, mal kurz was futtern.
es gar nicht so einfach schief aussieht hier. Ich glaube, der Boom hier muss weg. Gut, der Boom hier muss weg. Gleich überladen, aber wir haben ja hier einen, der mir das Holz dann gleich abnimmt, hoffe ich. Und dieser Boom muss weg. So. Nimm du mir mal das Holz ab. Also, Straight Snaps enabled. Ach Gott. Der sieht die da unten immer noch, den Snap Point. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt. Der große, große Vorteil ist, dass hier das eine schöne Mauer wird. Mit einem perfekten Abschluss. Hm. Gucken die da unten raus? Tatsächlich. Jetzt habe ich langsam eine komplette Wand im Boden versenkt, ne? So. Was ich jetzt mal gucken müsste, ist, kann ich. Ach Gott, ja, hä. Hätte ich schon können, habe ich nur Scheiße gerade gemacht. Warte mal. Falsch-Taste. Ich wollte das hier nochmal. Nehme den nochmal weg. So, aufheben. Wir müssen nämlich mal kurz einfach mit der Mauer. Mit der Foundation, also mit dieser Support Foundation. Uff, schreck mich nicht so. Ein Stück höher. Stonewall aufheben. Na. Und man kann die jetzt auch übereinander machen. Hat den Vorteil, dass ich jetzt dann eben. Und. So, jetzt hier oben daneben dran snappen kann. Um eben wieder ein Stück höher zu sein, dass ich auch wieder was sehe, weil das war ja nicht mehr nett. Der Pfeil übrigens für die, die S Plus noch nicht kennen hier. Ups, das ist Structure Plus. Und der Pfeil, der zeigt mir an, wo außen sein wird. Also wo die Wand außen sein wird. Dass man eben so Kram wie, dass das Holzgerüst da an der richtigen Seite ist. Das Holzkreuz an der richtigen Seite ist. Vorab planen kann. Jetzt ein bisschen hoch, ne? Ne. Im letzten Moment wieder rumgesnippt. So, nochmal. Klack. Geht doch. So, straight. Und ja, hier muss irgendwann noch ein Tor rein, aber das Tor ist, nennen wir es mal gerade, nicht billig. Ne? Ich glaube, das waren 450 Stein, Holz und so weiter. Das ist eben etwas, was ich mal nicht auf die Schnelle jetzt hier mache. Machen kann auch. Und dementsprechend machen wir jetzt erstmal halt hier eine Mauer zu, dass hier zumindest ein bisschen sicherer ist. So, ich hätte gern 45 Grad Winkel, allerdings ja in die andere Richtung. So. Dann gehen wir da mal rüber. Jetzt wieder gerade. Ne, es ist praktisch. Oh, und ich habe keine von den Dingern mehr. Die müssen wir also wieder einen Schwung nachbauen gleich. Das heißt, erstmal kurz hier die Wände aufrüsten, dass man da was sieht, wo ich überall schon war. Gib mir mal du die restlichen Wände mit. Ich habe ja noch 10. Ha, perfekt. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass ich noch welche habe im Vogel. Da habe ich schon wieder vergessen. So. 9G. Und ja, die Dinger werden jetzt hier, wo es bergab geht, demnächst in der Luft schweben. Das macht aber gar nichts. Denn wichtig ist eben, dass die Oberkante des Zaunes gerade ist. Sieht einfach besser aus. Und da es Structure Plus ist, kann man den Mist ja auch schön, ne, in den Boden reinbauen. Ihr habt es vorhin bei den Wänden ja schon gesehen. Die sind zum Teil im Boden drin. Das ist gar kein Problem. Und damit, ja, was im Boden verschwindet, das sieht man nicht so, ne? Das stört das dann nicht. Einen habe ich noch. Ja, einen habe ich noch. So. Dann machen wir hier mal kurz schon mal Mauer wieder drauf. Oh, das war die letzte.
Oh, wir haben hier fliegende Steine, fällt mir gerade auf. Kann man die auch sammeln? Dann sammle ich den doch einfach mal weg, dann ist er aus dem Weg, hä? Aber ich sammle jetzt welche am Boden. Das könnte der richtige sein. Ich höre es zumindest auf beiden Kopfhörern. Ja, wunderbar. So. Und du gibst mir mal bitte kurz die restlichen Wände. Na, guck, jetzt ist hier zu. Moment, zack. So, jetzt kann man hier unten durchgucken, aber er snappt auch da unten rein. Zack. Sieht besser aus. Ja, kann sein, dass man hier manchmal ein bisschen tricksen muss, aber hier noch geht's. So, mal den Stein hier wegnehmen. Können wir ja im Zweifelsfall alles brauchen. So. Ja. Weiter kommen wir nicht. Da brauchen wir erst wieder neue Wände. Oder? Ja, hab keine mehr. Das sollte allerdings, wie gesagt, kein Problem sein. Denn Steine jibbert hier. Und dann müssen wir die halt einsammeln. Aber dann haben wir halt langsam hier schon mal ein bisschen mehr Sicherheit. Außerdem, warte mal, irgendwas war doch vorhin zu schwer für den Vogel. Na, guck, ich habe noch 20 Wände. Und Gewicht bitte, dass du dich freust. Ich finde das so cool, wie der sich freut. Und so, nee, aber wie gesagt, dann machen wir nämlich hier zu. Na, das wird ja hier so meine Basis werden hier oben. Und da noch wollen wir ja nicht, dass jeder gleich reintrampeln kann. So. Na. Daher hier schön zu. Und später wird dann da auch noch ein Tor reinkommen. Das machen wir noch. Das gerade ist ja hier alles Structure Plus. Sprich, ich kann es aufheben. Aber erstmal machen wir hier zu. Damit wir unsere Ruhe haben. Ja, tut mir leid. Weiblicher Para 36. Oh, Warum eigentlich nicht? Huh? Möchtest du bei mir wohnen? Sag. Möchtest du bei mir wohnen? Bloß nicht angucken. Bloß nicht. Auf gar keinen Fall angucken. Ja, gut. Mal gucken. 36 ist ja jetzt auch nicht so riesig, aber zum Eierlegen reicht es im Zweifelsfall ja. So. So, da hinten haben wir ein Stego. Also was ich irgendwann hätte gerne noch, ist ein Dödi, eine Anke, ein Biber. Vor allem der Dödi wäre cool, damit wir hier schneller zu Steinen kommen, ne? Aber da müssen wir halt noch gucken. Ich meine, ich weiß, wo Dödis sind. Ich kann euch das zeigen. Da hinten, hinter der Mauer. Da auf dieser Ebene hat es Dödis. So, in diese Richtung da. Da. Das Problem ist nur, da hat es auch Massen an anderen Viechern. Und ja, ich weiß ja nicht. So, nehmen wir das Holz kurz mit. Hüpf. Einen Schrank habe ich hier schon. Einen. Damit ich so ein bisschen was schon mal einsortieren kann, ne? Auch so eine Resteverwertungsausrüstung, dass man zweifelsfall schnell was da hat. Ja, aber das hätte ich gerne, ja. Da fehlen noch ein paar Pfeile für, also würde ich sagen, schnappen. Kann ja mal gucken, ne? Vielleicht habe ich ja irgendwo Glück, was den Dödi angeht. Wir schnappen uns also hier Flattervogel. Das sieht vom Gewicht her ganz okay aus. Den Argentavis, kann ich den da stehen lassen? Puh. Weißt du was, Kleiner? Weil heute ein schöner Tag ist und wir hier einfach noch nicht fertig sind
und noch viel zu wenig Abwehr da ist und bla. Deswegen darfst du jetzt im Haus landen. So, komm, setz dich da hin. Ich glaube, hier bist du sicherer. Hm? Ja, wartest du hier kurz auf mich. So. Nicht, dass hier oben was langkommt und den Agentavis auf dem Dach anknabbert. Das wollen wir ja nur auch wieder nicht. Das ist schließlich ein netter kleiner Lastenvogel und kein Zwischensnack oder was in der Art. Dafür wäre mir zu schade. Und es war zu stressig, ihn zu kriegen. So, ach guck mal, ich habe ja viel zu viel Werkzeug dabei. Das kommt aber jetzt dann eh langsam nach oben. So, mal kurz runterfliegen. Ich wollte nämlich jetzt ein paar Narkosepfeile holen und schauen wir einfach mal, ob wir zufällig einen Dödi finden. Ich bin eh schon wieder falsch geflogen, ne? Ist doch richtig, bin ich falsch? Ne, ich war sogar richtig. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. So. Du dehydrierst, du brauchst Wasser und zwar schnell. Ja, ist auch nichts mehr drin. Ach guck mal, ein Holz hätte ich hier sogar auch noch gehabt. Das nehmen wir noch mit. Und dann, ja, ist ja gut. Ich gehe kurz was trinken. Ich sollte unbedingt mir mal das andere Wasserglas machen. Aber ja, Zementpaste, ne? Ohne Zementpaste nicht so einfach. Guck mal, ein Dilo. Guck mal, ein Dilo. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Ja, wie auch. Egal. Wenn sie blöd genug sind, Tricks sie anzugreifen. Ich fürchte, dann kriegen sie ganz gewaltig auf die Fresse. Also, wir fliegen da nochmal hoch. Von der Zuladung her sieht es bei mir, ja, bei mir und Vogel einigermaßen okay aus. Könnte besser sein, ist aber noch in Ordnung. So. Wollen wir mal schauen, ob wir dann Dödi finden. Schön wäre es ja. Das Dödi wäre jetzt echt cool. Haken an der Geschichte ist, kann ich eigentlich den Dödi-Sattel schon? Ja, den kann ich schon. Lernen wir den mal direkt. Den Werkband habe ich unten. So, da ist eine Anke. Schauen wir uns doch erstmal bei mir oben auf dem Plateau um, ob da was ist. Ich glaube, hier habe ich keinen gesehen bislang. Anke wäre natürlich auch nicht so schlecht, ne? Na. Tank mal kurz Stamina und dann geh wieder hoch. Upala. Wo kommst denn du her, du scheiß Biest? So. Wo die sind normalerweise auch Fußtruppen. Da kommen sie. Die Fußtruppen. Na, siehst du? Wusste doch jetzt Fußtruppen. Eine Level 99 Drohne. Einen von den Toten gesehen? Ne, nur ein Stein. Ja, wo ist die Drohne? Wo kommt, was scheucht dich? Da ist die Drohne. So. Ach, guck mal, da ist noch was. Was sind das hier für Drohnen heute? So, haben wir das mal gemacht. Guck mal, die haben so lange den Skorpion erlebt. Oh, die ist aber hübsch, die Anke da. Bitte sei was größer. Level 19. Okay, aber ein Herzchen. Wie groß bist du?
Irgendwo hier bist du doch. Da. Weiblich 89. Scheiße, ich bin interessiert. Scheiße, ich bin interessiert. Darf ich mal ganz kurz meinen Rechner haben? Weil eine Anke steht ja auf dem Plan so oder so, ne? Ankylosaurus, Level, das war 89. So, Kibbel haben wir nicht. Meoberries. 55 Meoberries, 49 Minuten. Und 17 Schüsse mit dem Crossbow. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ne, ich werde das angehen. Ich weiß nur nicht, ob ihr da unbedingt zugucken wollt bei. Das Chitin nehmen wir aber mit. Chitin haben wir nämlich immer zu wenig. Dann letzten Sattel, denke. So, und dann hätte ich gerne... Achso. Der Vogel gelevelt, nicht ich. Umso besser. So. Also. E4 und ich hätte da gerne diese Pfeile drin. Bist du die 89er? Ja. Langsam wollte ich mir wieder ein bisschen Gas geben. Lass mal nach vorne Richtung Mauer laufen, da ist sie gut aufgehoben im Zweifelsfall. Lenk mich nicht ab, kleiner Vogel. Sag mal. Ja, jetzt hat sie mich doch mal getroffen. Oh, und haut ab. Die nochmal von freiwillig zurückkommt, oder ich komme, ich schieße einfach drauf. Im Moment sehe ich hier nichts. So. Da liegt er lang. Hep. Wir landen mal daneben und. Habe ich eigentlich Neoberries dabei? Natürlich, ja, 28. Dann würde ich sagen, wir starten mal einen Timer bis zum Verhungern. Lass mal sehen, Kleine, wie viel hast denn du? 6900, tippen wir das doch mal. Ich glaube, mir ist gerade die App gecrashed. Erschreckend. Es ist nur die Frage, was tritt zuerst ein? Ne? Wird sie zuerst wach oder zuerst wieder hungern? Lass mal kurz auf die Timer gucken. Na. Wenn sie aufgehen würden, Timer starten. 56 Minuten hat Torpor und ich starte den jetzt einfach auch mal so, okay. Und halt, ich würde sie gerne mit Neoberries füttern. So. Und dann werde ich das in Ruhe erledigen, dass ich jetzt hier Neoberries sammle, bis ich genügend habe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, hoffentlich mit einer Anke, wenn hier nicht gleich ein T-Rex oder so ums Eck kommt. Und deswegen, ja, wenn es euch gefallen hat, Vorschläge, Ähnliches, Kommentare sind gerne gesehen. Kommst du mal zurück. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, hoffentlich dann mit einer Anke. Wenn nicht, dann erkläre ich euch zumindest, woran es lag, oder drückt davor schnell auf die Aufnahme. Taste. Ja, bis dahin sage ich tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.